Meine werten Damen und Herren, es wird wieder Zeit, herauszufinden, welcher dieser Planeten der größte ist. Und wir haben hier vier Kandidaten vor uns. Das ist der süße Saturn, die ultrasüße Erde, die gut alte, ich glaube, das dürfte, glaube ich, schon die Venus sein. Ich glaube, die rote hier. Und das hier dürfte der Jupiter sein. Welcher von denen ist jetzt tatsächlich am größten? Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Pausiert das Video und schreibt es mir in die Kommentare. Ist gar nicht so einfach, aber es ist der Jupiter. Der Jupiter ist tatsächlich eigentlich der größte Saturn. Der größte Planet, nicht der größte Saturn. Und das ist auch dementsprechend ein schwieriges Level, denn der Jupiter ist 317 Mal schwerer als die Erde. Muss man sich mal gemerkt haben. Was ist leichter, wird aber im nächsten Level gefragt. Und das ist ein Ballon mit Ballons oder ein Apfel. Ich glaube, man macht die Ballons weg und dann ist der Apfel leichter als die Wassermelone. Okay, alles klar. Wer ist leichtsinniger? Die Dame mit dem Handy im Bad oder die Dame, die sich gerade die Haare föhnt im Bad? Ich glaube, das hier ist mit Abstand das Dümmste, was man machen kann. Ich glaube, wenn der Föhn nämlich ins Wasser fällt, Leute, dann ist alles vorbei. Einfach komplett vorbei. Setze das Puzzle zusammen. Ich glaube, das hier ist sogar ein Mund, kann das sein? Ein kleiner Kussmund mit roten Lippen. Oh yeah, so ein Chupa Chups Mund ist das. Diese Lippen strahlen so sehr, was mag das für ein Lippenstift sein? Lasse eine Blume wachsen. Okay, ich glaube, wir müssen hier wahrscheinlich so die guten alten Wolken beiseite nehmen, sodass die Sonne die Blume anscheinen kann und ich muss niesen. Oh Gott, ich liebe meine Allergie. Ich öffne darauf jetzt erstmal ein Geschenk. Yeah! Ein Tipp. Nice. Finde den Hund. Oh Gott. Das sind so viele Katzen. Also, gehen wir durch. Katze, 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 Katze. Katze, 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 Katze. Katze. Hund. Ah, nee, das ist doch eine Katze. Katze, Katze, Katze. Katze, 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 Katze. Katze, Katze, Katze. Du bist auf gar keinen Fall eine Katze. Oh mein Gott, der hat sich da richtig gut tatsächlich einetabliert. Wer ist der Vater dieses Kätzchen? Das ist die Mutter. Und dann haben wir ein graues und ein schwarzes Kitten. Und das dürfte auf jeden Fall der rechte hier sein. Der ist nämlich auch grau und schwarz. Ganz simpel. Wie viele Äpfel sind das? 1, 2, 3. Und ich bin mir ganz sicher, dass hier... Aha. Sind natürlich nochmal Äpfel hinter Äpfeln. Und wahrscheinlich Äpfel hinter Äpfeln hinter Äpfeln. Okay, also haben wir hier insgesamt 7 Äpfel. Ding. Mich kriegen diese Games nicht mehr. Ich bin professional. Okay, professional. Wähle den größten Schneemann aus. Bestimmt ist hier nochmal... Ein anderer Schneemann dazwischen. Nee, kann man Schneemänner? Ja, miteinander kombinieren. Das ist der größte Schneemann. Wer von Ihnen ist eine Vampirin? Ich habe gemalt. Es ist Wein. Ich habe mir in den Finger geschnitten. 2 Stunden später. Oh, gute Frage. Ich habe mir den Finger geschnitten, aber das Blut ist trotzdem da. Dann wahrscheinlich die in der Mitte. Die links. Hä, aber warum? Ich habe gemalt. Ein Vampir kann sich nicht im Schatten eines anderen Vampirs vor der Sonne verstecken. Überquere den Fluss. Okay, kommen wir hier mal zu den schwierigen Aufgaben. Dieser Typ denkt genauso nach wie ich. Also, einmal die Schwimmnudel? Nee. Das Wasser in den Eimer? Nee. Er kriegt diese Schwimmnudel? Nee. Der Hammer? Der Hammer ins Wasser? Der Hammer in den Eimer? Der Eimer ins Wasser? Der Eimer mit diesem Ding hier gemischt. Okay, Wasser wegmachen. Aha! Man kann das Wasser einfach zur Seite scrollen. Und dann kommt da einfach so diese Brücke. Wer ist am klügsten steht oben, aber das Bild ist zu breit. Wer ist von denen am klügsten? Also der mit dem Burger auf jeden Fall nicht. Der mit dem Burger ist einfach gerade nur genüsslich dabei, diesen Burger zu verspeisen. Ich glaube, der hier ist mit der Schlauste. Weil der bleibt nämlich einfach sitzen. Keiner bringt ihn sozusagen runter. Er ist am nächsten am Stamm dran. Wie viele Flächen hat dieser Diamant? 7 oder 14? Flächen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ding. Was? Oh, man kann ihn noch drehen. Oh, was? Jetzt kommen da sogar noch andere Antwortzahlen. Oh, dann auf jeden Fall 8, 9, 10, 11, 12, ja 13 wahrscheinlich, ja. Oh Mann, diese Spiele. Man muss immer alles beobachten. Okay, wähle eine Tür und bleib am Leben. Ah, wie ich das hasse. Also Tür 1, Tür mit Mörder, ein Klassiker. Tür mit Löwe, der ewig nicht gefressen hat. Oder Tür mit Feuer, das ist eine Fanfrage. Weil wenn der ewig nicht gefressen hat, der Löwe, ist der tot, also sind wir safe.
Haha, Junge, ich kenne die Tricks. Ich kenne die Tricks. So, hier passt etwas nicht. Richtig viele Männerköpfe, aber einer hat hier wahrscheinlich keinen Bart und das bin ich. Hallo, ich bin's, Roman. Mist, da war ich mal wieder ohne Bart unterwegs. Meine Güte. Eieiei, irgendwann werde ich so aussehen wie dieser Typ auf dem Profilbild und werde so einen richtig riesigen weißen Bart haben. Es heißt, der König von England hat 1535 eine Bartsteuer eingeführt. Huh, davon wäre ich nicht betroffen gewesen. Ding! Deute die Körpersprache des Hundes. Spielen wir? Betteln? Ich bin verärgert? Ich bin neugierig. Also, ich glaube, das hier ist... Ich bin verärgert. Das hier ist... Betteln? Das hier ist, ich bin neugierig und das da ist, spielen wir. Tading! In welcher Hand ist die Münze? Rechts. Nein, links. Da ist sie auch nicht drin. Okay, wo ist da die Münze? Beide. Nope. Hä? Eine Ewigkeit später. Okay, wenn sie nicht links ist und nichts rechts, dann muss ich hier wieder irgendwas bewegen. In welcher Hand ist die Münze? Was? Es gibt nichts zum Andrücken, außer diese zwei Hände. Schütteln? Müssen wir das Spiel schütteln? Nee. Ich brauche einen Hinweis. Versuche, beide Hände gleichzeitig zu öffnen. Ja gut, okay. Wie soll ich denn das machen hier? Zack. Aha. Beide gleichzeitig gedrückt. Und dann habe ich ja schon was bekommen. Ding. So, bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge. Also, wir machen hier ein Rührei. Ein richtig saftiges Rührei. Und das beginnt auf jeden Fall mit dem Aufschlagen der Eier. Beziehungsweise mit dem Bereitstellen der Zutaten. Das heißt, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist auf jeden Fall das Zusammenschlagen der Eier. Dann Nummer 3 ist auf jeden Fall das Zusammenrühren von den ganzen Komponenten. Ne? Nummer 4 ist mit Olivenöl etwas beimischen und auf der Pfanne erhitzen. Und Nummer 5 ist dann das Kochen. Nummer 6 ist das Fertigstellen. Easy. Finde den Außerirdischen. Da ist er. Ich sehe ihn jetzt schon. Einfach gefunden. Eine Sekunde nur gebraucht. Wow. Das habe ich echt schnell gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen habe. Behebe die 3 Fehler des Fahrers. Okay, also er ist auf jeden Fall am Handy. Sein Rückspiegel ist nicht richtig eingestellt. Und er hat irgendwas am Navi? Nee. Sein Gurt ist nicht angelegt. Oha, was ein Raudi. Okay, gib dem Löwen etwas zu trinken, Level 32. Hier nimm trinken. Nein, das trinken? Willst du das eher trinken? Willst du das eher trinken? Okay, er will nichts trinken. Dann kombinieren wir mal die Pfütze und machen ihm Monsterpfütze. Boom! Deute die Körpersprache der Katze. Okay, das mit dem Schwanzwedeln ist, glaube ich, Vertrauen? Das hier ist Vertrauen. Nett. Das hier ist Gereiztheit. Gereiztheit ist, wenn sie so ein bisschen sich unsicher ist, dann wedelt die so mit dem Schwanz vielleicht. Vertrauen ist so Schwanz nach oben und alles ist cool. Angst ist das hier. Und Aggressivität ist, wenn die wirklich so aufstehen und so fauchen. Hilf John. So, können wir den hier vielleicht kleiner machen? Oh Gott, was ist los mit dem? Der ist voll groß geworden. Ah! Oh, okay. Jetzt habe ich einen kleinen bekommen. Uiuiui, okay. Wir haben gerade einfach diesen Typen kleiner gemacht. Meine Güte, wenn du ein großes Problem hast, verkleinere es. So, hilf Tom, alle Kerzen auszublasen. Wir haben hier einfach viele Kerzen. Da ist Tom und Tom kann pusten und er pustet sie einfach aus. Okay, manche Level sind so einfach, dass man gar nicht glaubt, dass sie so einfach sind. Dann sind andere wiederum voll schwer. Hast du daran gedacht, dir etwas zu wünschen, bevor du die Kerzen ausgeblasen hast? Platziere die Fabelwesen in den richtigen Umgebungen. Okay, also so ein Feuerphönix muss auf jeden Fall dahin. Dann der Drache muss auf jeden Fall in so einen Goldbereich, weil der schützt immer einen riesigen Topf voll Gold. Das hier ist der Yeti, der muss in den Wald und das fliegende Pferd muss einfach in den Himmel. Hier passt etwas nicht. Hä, das ist doch einfach dieses... Ah, nee, doch nicht. Irgendwas ist hier kein Gummiboot, sondern irgendwas ist echt hier. Oh nö, was ist denn hier echt? Irgendwas ist hier nicht aufgeblasen. Irgendwo ist ein echtes Tier, glaube ich. Oh nein! Der da! Nee. Ich habe einfach gerade so einen Ring angedrückt und gesagt, der da. Ist da? Nee, gib mir einen Tipp. Eines der Tiere ist echt. Bestimmt so ein Zebra, oder? Hä? Bestimmt so ein Pferd. Oder nee, das ist so eine Schildkröte. Bestimmt im Wasser. Oh mein Gott, ich bin so blind. Da! Ah!
Oh mein Gott, da ist der Flamingo. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh mein Gott, das war so schwer. Krass. Warum ist er so überrascht? Oh nein. Kann man... Ah, die Frau ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Erschaffe eine Form mit der maximalen Anzahl an Ecken. Okay. So, 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 so. Wow, okay. Es ist einfach nur ein riesiger Kreis, der aber eckig ist. Crazy. Das heißt, am Ende des Tages ist eigentlich ein richtiger Kreis einfach nur, oder so eine Kugel, einfach nur eine mit extrem vielen super gemachte Ecke. Also hat doch eigentlich dann jede Kugel eigentlich extrem viele Ecken, oder? Eigentlich ist keine Kugel auf der Welt eigentlich eckenfrei, wenn man mal mit dem Mikroskop draufschaut. Mein Leben war eine Lüge. Bring die Bilder in die richtige Reihenfolge. Oh nein, nicht schon wieder irgendwas kochen. Das ist ein Pfannkuchen, gell? Ich kenne mich aus. Erstmal das normale Rezept. Auf jeden Fall die Eier schlagen. Nee, was? Oh mein Gott. Eier und Milch, oder? Erst Eier und Milch, dann Butter und Schmalz, dann Öl und dann kannst du die Pfannkuchen machen. Meine Güte. Zum Glück kenne ich das Rezept. Der Weltrekord für die meisten in einer Stunde gebackenen Pfannkuchen steht bei 1902 Stück. Was? 1902 Pfannkuchen in einer Stunde? Aber das sind doch dann 31,7 Pfannkuchen die Minute. Das heißt also jede zweite Sekunde ein Pfannkuchen? Wie macht man denn das? Wer ist die Meerjungfrau? Okay, easy. Einfach das Wasser runter machen. Tading! Da ist sie! Rette die Küken. Oh no. Oh no, was ist denn mit diesen Küken los? Sie werden angegriffen von dieser Adler. Okay, wir müssen dem Adler einfach so... Oh, was? Was? Ich habe jetzt einfach gerade diese Fliege genommen, einfach dem Adler ins Gesicht gehauen. Okay, Stufe 4, wir sind wieder ein Upgrade. Oh nein, ordne den Planeten ihren Namen zu. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall die Erde. Nee, das ist der Mars, das ist die Erde. Und der Jupiter ist unten. Ah ja, okay, ist eigentlich relativ simpel gewesen. Eigentlich wie das allererste Level. Wie kommst du in den Laden zu? Dann machen wir einfach das Schild auf. Open. Oder offen. Yeah! Okay, wir mussten einfach nur das Schild wechseln. Die ganzen Hammer und die ganzen Sachen, die habe ich einfach ignoriert. Finde die Lösung. Okay, also einmal Schlittschuhe und einmal Rollschuhe sind 9. Zweimal Schlittschuhe und einmal Rollschuhe sind 12. Das bedeutet also, dass man daraus herausleiten kann, dass wir bei, dass es bei den Schlittschuhen sich um 3 handelt und bei den Rollschuhen sich um 6 handelt, weil wir hier nämlich auch 6 hätten, aber, oder 9 hätten, ne? Wegen 6, 3, das sind dann 9, dann mit den anderen Schlittschuhen auch nochmal 3, sind dann 12. Das heißt, das hier ist dann 6. Ding! Yeah! Nächstes Level. Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge. Was macht dieser Mann? Okay. Dieser Mann ist erstmal kaputt an einem Montag. Er ist dann aber okay an einem Dienstag, so halbwegs. Am Donnerstag freut er sich noch nicht so sehr, aber am Freitag freut er sich so sehr. Und am Donnerstag ist er am Laufen. Okay, da läuft er einfach. Rette die Schnecke. Sie nähert sich einem Wasserfall. Okay. Wie kann ich sie denn retten? Einfach in die andere Richtung fahren lassen. Was? Das war's? Oh Gott, okay. So, hilft dem Zauberer beim Verschwinden. Also wir haben hier einen Zauberer. Ach, Mann. Zauberer? Nix? Kann man da einfach nix hinschreiben? Nix. Zauberer oder Verschwindibus? Verschwindibus? Das wäre so krass, wenn das richtig wäre, aber ist es nicht. Hilft dem Zauberer beim Verschwinden. Klicke auf Zauberer und überleg. Also, man muss irgendwas eingeben bei Zauberer, um ihn verschwinden zu lassen. Simsalabim. Boom. Nee. Okay, was ist, wenn wir einfach alles wegmachen, da einfach nichts ist und dann okay drücken? Ja, na klar. Okay. Einfach wegmachen. Nächstes Level. Finde die versteckten Gegenstände. Okay. Der Kamm ist, da. Das Halsband liegt hier im Müll. Der Fisch liegt hier unten auf dem Boden versteckt. Das ist diese Tapsen da. Und der Knochen diesem Kissen. Nee, da! Doch, da ist er! Er steckt im Kissen drin, seht ihr das? Oh mein Gott, niemals. Steckt er einfach da drin, der Knochen. Ordne den Porträts der ägyptischen Götter ihren Namen zu. Anubis... Ra, Bastet und Tod. Tut.
Tutelnamut oder irgendwie so hieß der. Auf jeden Fall weiß ich, dass das hier Anubis war. Dann Bastet bzw. Ra war, glaube ich, dieser Vogel hier, weil der nämlich so diesen Schnabel hatte. Dann war Tut wahrscheinlich dieser mit dem langen Schnabel und der andere halt der andere. Da habt ihr wieder was gelernt wieder. Von mir. Geschichtsunterricht mit Roman. Diding. Wie viele Wassermelonen sind das? Eieieiei. Also, das sind insgesamt... Das sind eins, zwei... Okay, warte mal. Diese Wassermelone würde da zwei volle Wassermelonen machen. Das heißt, das sind eins, zwei Wassermelonen. Drei, vier Wassermelonen. Fünf. Das sind insgesamt fünf Wassermelonen. Oh Mann, das ist schon schwierig, schon schwierig. Meine Güte. Wecke das Kätzchen auf. Wir müssen also diese... Wir müssen den Fernseher einschalten. Ich bin mir recht sicher, dass wir den Fernseher einschalten müssen. Wahrscheinlich. Oder wir müssen das mit... Was können wir mit dieser Sanduhr machen? Wir können die Sanduhr... Oh, warte mal, wir können die ganze Kamera... Ah ja, guck mal. Wir können die gesamte Kamera drehen. Und dann können wir hier blapp, den Plug reinmachen, ne? Und damit dann den Fernseher anmachen. Super easy. Super easy. Die Katze aufgeweckt. Okay, finde den versteckten Gegenstand. Also, dieses DNA-Ding ist auf jeden Fall da oben. Dann dieses Stethoskop hier trägt bestimmt irgendeinen Arzt um den Hals, oder? Oder es hängt da hinten, ne? Dann die Pipette... Ist dann dementsprechend auch irgendwo im Schrank. Nee, die liegt da auf diesem Fließband. Dann hatten wir dieses Pumpding da. Das hängt da. Die Handschuhe sind die grünen da, die da hängen. Die hängen oben aus der Maschine raus. Und hier ist dann nochmal so ein Atommodell. Und das finden wir ebenfalls im Schrank. Meine Güte. Okay, meine werten Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge. Das waren einige Levels, die wir heute wieder gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.